Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind hier jetzt wieder in Corinnes. Wir brauchen Milch, müssen bei irgendeinem Händler Milch kaufen. Ich hoffe, die hat hier was. Wie hieß die nochmal? Fenia. Zeig mir deine Ware, ich hoffe, die hat Milch. Ware. Die hat keine Milch. Aber die hat Fischsuppe. Immerhin. Irgendjemand muss hier doch Milch haben. Das ist ja schrecklich. Ist das wirklich wahr? Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, hat er Milch? Warte mal. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Der hat keine Milch. Was ist mit dem? Hat er? Der Job ist gut gelaufen, aber... Über meinen Auftraggeber spreche ich nicht. Also bleib ruhig. Ja, wie lange dauert das noch mit seinen Auftraggebern? Hier, wie sieht's mit ihm aus, Laris? Hey, du. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Stärke kostet mittlerweile 3 Lernpunkte, ein einzelnes. Ja, ich würde eher mehr jetzt in Zweihänder gehen. Also jetzt eben zweimal Zweihänder vielleicht. Und dann mal gucken, was wir mit den anderen 5 Lernpunkten machen. Vielleicht kostet es auch nicht mehr 5, sondern nicht mehr 10, meinte ich, sondern 15, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, wir können ihm unsere geschmiedeten Sachen eben verkaufen. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben? Ich war im Minental. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Ja, 250. Wenn ich regelmäßig bei ihm was mache, dann gibt's auf jeden Fall mal Geld. So, aber einer der hier müsste doch was haben, oder? An Milch. Zeig mir deine Ware. Der hat keine Milch. Dann hatten wir hinten auch noch ein paar Händler. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Auf das nicht der Jäger, hier der hier. Der müsste doch. Der müsste hoffentlich doch Matteo. Zeig mir deine Ware. Wasser hat er hier. Warte mal, Klappmuschel gibt auch nichts. Okay, Sägezange. Wo finden wir Milch? Wo kriegen wir Milch? Warum habe ich die ausgerechnet aus Versehen noch getrunken? Das macht mich jetzt ein bisschen fertig, dass wir die Milch aus Versehen getrunken haben. Aber wir haben hier zum Glück auch noch ein paar. Und der Mensch erschlug das Tier. Ein paar Händler. Einer muss doch Milch haben. Okay, der eine will uns eh nichts mehr verkaufen. Hey du. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der erzähle ich gar nichts mehr. Nee. Keine Milch. Greg, der frisst seinen Käse. Jora. Zeig mir deine Ware. Auch keine Milch. Aber eine Folteraxt. Das habe ich schon immer gesagt. Dem will ich nichts. Die da hat nichts. Was mit ihm? Na, Zuris, der hat ja nur Kräuter. Wo kriegen wir Milch her? Nur weil ich aus Versehen die Milch getrunken habe. Ansonsten hätten wir jetzt alles gehabt, um die Quest abzugeben. Aber jetzt haben wir keine Milch mehr. Weil ich das aus Versehen hier... Ja. Ist halt jetzt ein Fail von mir. Kann mal passieren. Wohl oben, hier in der... Da oben könnten die auch noch Milch haben, eventuell. Wenn wir jetzt gleich den... W
Weg hier hochgehen. Also nicht an der Brücke, meine ich, da oben, sondern hier einfach die Treppe hoch bei der Farm. Ansonsten, ja, müssen wir schauen, dass wir vielleicht einige der anderen Quests hier erledigt bekommen. Warte mal, schleichen. Schleichen ist gelernt. Wie schleichen wir? Ah, okay. Mit X. So, Egil? Hey. Nee. Der war nicht der, der hier Waren anbieten könnte, rein theoretisch. Was mit ihm? Achill? Ich muss gehen. Mach's. Ja. Dann haben die halt keine Milch. Macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Aber okay, irgendwie werden wir schon an Milch kommen. Dann dauert das halt etwas länger. Gucken wir mal. Wir haben hier ja noch ein paar Aufgaben. Der Ring des Wassers. Der Wassermagier Watras kann mir mehr über den Ring des Wassers erzählen. Ja. Die Wassermagier, das Auge Innos. Nee, die vermissten Informationen für Gavel, Banditen im Jacks Leuchtturm, Bromos goldene Schale, Lucia, Banditenüberfälle. Hakon, der Waffenhändler, wurde vor der Stadt von den Banditen aus. Pablo von der Stadtwache war an der erfolglosen Suche nach den Banditen beteiligt. Die Banditen, die Hakon bestohlen haben, verstecken sich in einem der Wälder nahe bei der Stadt. Wahrscheinlich haben die Banditen Kontakt zu einem Hehler in der Stadt, weil Lord André ist ein Kopfgeld auf den Hehler ausgesetzt. Wir sind ja gerade noch in der Nähe. Wir waren auch mal bei einer Banditen. Also nicht von diesen Banditen, sondern hier bei denen da hinten mal. Ist schon einige Folgen her. In so einer Höhle. Waren das vielleicht die? Einmal hinten auf der Seite eine Höhle und einmal hier eine Höhle. Hatten wir ja von Banditen befreit. Vielleicht hat das damit irgendwie was zu tun, dieser Kopfgeld. Vielleicht kriegen wir Geld dafür. Ich hoffe 1000 Gold. Ich hoffe mir immer irgendwie zu viel, keine Ahnung. Ist aber auch schon ein bisschen schwierig. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Und es wird noch viel schlimmer. Ja, rauszufinden, so ist schon schwierig für mich, so ein bisschen rauszufinden, wo ich jetzt was rausfinde. Und ich google auch gar nicht. Also ich versuche das immer möglichst alles von selber rauszufinden, zu erfahren. Hier, André. Ich war im Minental und habe Drachen gesehen. Ich war im Minental und habe die Drachen gesehen. Das wird Lord Hagen interessieren. Geh am besten direkt zu ihm. Wegen der Diebesgilde, wie ist die Lage in der Stadt? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Okay. Wie ist die Lage in der Stadt? Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Wegen der Diebesgilde? Wegen der Diebesgilde. Ja? Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Okay. Nichts Neues sonst. Aber okay, wegen den Drachen, wir können jetzt zurück nach zu Lord Hagen. Dann machen wir das eben jetzt ganz schnell. Da können wir vielleicht dem anderen Dude da eben auf kurz... Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ja, okay. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt... Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, da können wir auch dem anderen Jutta eben die Lage im Minental erzählen, wie das aussieht. Dass da ein Drachenangriff ist. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe?
Knapp 7000. Wird spannend. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Das hat er knapp 7000 müssen wir die nächste Stufe machen. Hier, der war das, der... Ne, das war nicht der. Valentin, was macht Valentino hier? Die Probleme habe ich kaum gesehen. Fernando. Du hast Waffen an die Banditen gekauft? An die Banditen? Du hast Waffen an die Banditen verkauft. Aber wie kommst du denn auf sowas? Die Schwerter, die Banditen bei sich hatten, tragen deine Initialen. Du kannst es ruhig zugeben. Ich habe dich enttarnt. Ich wollte das gar nicht. Das musst du mir glauben. Am Anfang war es nur Proviant, was sie von mir wollten. Meine Geschäfte liefen nicht so gut. Da habe ich mich darauf eingelassen. Später dann wurden sie immer aufdringlicher und drohten mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht die Schwerter liefern würde, die sie haben wollten. Du kannst mich nicht dafür verurteilen. Ich bin ein Opfer der Umstände. Mir kommen Tränen. Die Miliz wird sich mit dir befassen. Was zahlst du, wenn ich dich laufen lasse? Was zahlst du, wenn ich dich laufen lasse? Du weißt doch, wie es um mich bestellt ist. Ich kann dir nicht viel geben. Ich gebe dir 200 Goldmünzen und einen wertvollen Ring. Das muss dir reichen. Krieg ich jetzt das belastende Material von dir? Ja, hier. Von mir aus abgemacht. Von mir aus abgemacht. Gut, hier hast du das Gold. Das und den Ring. Damit sind wir quitt. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Womit verdienst du jetzt dein Gold? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasse ich mich auf keine krummen Geschäfte mehr ein. So viel ist sicher. Okay, das waren diese Schwerter mit einem F drin. Das ist seine. Warte mal. Fernandos Geschäfte. Der Händler Fernando will wissen, wie es um das Erz im Minental steht. Das haben wir aber noch nicht hingekriegt. Ich hab mir das schon gedacht. Ich bin ganz deiner Meinung. So, hier Lord Hagen, gehen wir mal rein. Ne, nicht die Innostatue, ich will mit ihm reden, ja, Lord Hagen. Ich kann Ihnen jetzt nicht berichten, wie das mit den Drachen ist, okay. Ihm hier, Albrecht, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Okay, ich will aber kein Paladin werden. Ich bin lieber Teil der Banditen. Auf der Seite von Lee, Diego, Gorn, Lester, Milton, Xardas bin ich mir nicht so sicher. So was ich erfahren habe, so was... Also ich wurde quasi aus Versehen ein bisschen gespoilert. Ich weiß jetzt aber nicht, was genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, Xardas hat irgendwie am Ende diesen Teils irgendwas gemacht, womit man nicht mehr ganz so zufrieden mit ihm ist, sage ich jetzt mal so. Zumindest laut einer anderen YouTuberin, mit der ich viel zu tun habe. Aber Inos sah, was geschehen. Die spielt ja momentan Gothic 3. Da freue ich mich auch schon, wenn ich damit anfange. Und die ist aber auch nicht mehr so ganz erfreut, mit Xardas zu tun zu haben. Daher bin ich gespannt, was da auf uns zukommt, wenn wir das hier fertig haben und mit Gothic 3 anfangen. Und ja, ich habe auch ein bisschen bei ihr auf jeden Fall in Gothic 3 die ersten zwei Folgen auf jeden Fall ein bisschen reingelunzt. So, also lief einfach nebenher ein bisschen so, während ich hier auch ein anderes Projekt momentan. Ich fange auch schon mittlerweile mit einem Zweitkanal an, in der Zeit, wo ich das hier aufnehme. Wahrscheinlich, wenn die Folge hier raus ist, ist Zweitkanal schon erstes oder zweites Video schon drin. Und da werde ich jedes Let's Play, was ich mache, einmal die Story kurz zusammenfassen von jedem einzelnen Spiel. Und auch noch zusätzlich, wenn es um ganze Sagas geht, sowas wie Gothic 1 bis 3, das auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit richtig liege, aber wurde tatsächlich von dem einen oder anderen erzählt, Gothic und Risen hängen zusammen.
Und Arcania ist quasi, spielt auch in der Welt, aber hat nichts mehr mit den, also zumindest für die meisten Leute, mit der Lore zu tun. Ich werde das trotzdem spielen, Arcania, ein Let's Play draus machen. Ich werde das aber nicht zu Gothic zählen. Aber nur weil es halt in derselben Welt stattfindet wie Gothic, ich werde das jetzt aber nicht zu Lore mit dazu zählen, sondern einfach nur so. Die wird auch im Zweitkanal nicht mit dazu gezählt von mir. Es wird ein eigenes, separates Video kriegen, aber Arcania wird von mir nicht mit da reingezählt. Nur das mit Risen wundert mich, beziehungsweise interessiert mich, also wundert mich jetzt auch ein bisschen, aber interessiert mich so, wie weit das mit der Gothic-Welt zusammenhängt. Und da bin ich auch am Überlegen, werde ich da direkt dann ein anknüpfendes Let's Play draus machen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich Risen direkt nach Gothic 3 spielen werde oder ob ich dazwischen Arcania noch reinpacken werde, auch wenn ich dafür geköpft werden würde, gesteinigt werde. Hier können wir nochmal Milch gucken, ob der Milch hat, und das kaufen. Werde ich spontan auf jeden Fall überlegen, wenn es soweit ist. Aber ich werde für den Zweitkanal definitiv noch... Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Ja, Hauptsache du hast Milch. Nee, Wasser will ich nicht. Ach komm, aber die Dinger brauchen wir. Haben wir etwas, was wir nicht... Ach komm, die brauchen wir nicht. Wir haben aber auch jetzt sehr viel Gold wieder verloren. Das hätte er auch selbst wissen können. Jo, die Mucke gerade. Hat mich jetzt voll erschrocken. Ja, ich bin auf jeden Fall bei Risen definitiv gespannt, wie das sein wird. Und ich frage mich, ob das von der Geschichte her vor oder nach Gothic ist. Werden wir erfahren auf jeden Fall. Wird noch alles gemacht? Ich war aber auch am Überlegen, vielleicht The Witcher davor oder danach zu setzen. Also vor Risen. So, erstmal aber jetzt zu Kord. Und zu den Händlern. Irgendjemand muss jetzt Milch haben. Wir brauchen Milch. Oder wir können auch hier mal die Häuser auch mal abluten. Vielleicht gibt's hier auch... Gunnar. So, ich hoffe, er hat Milch. Und schon eine neue Aufgabe gefunden. Den werden wir... Wenn wir ein Schiff haben. Eine der Aufgaben ist ja, ein Schiff zu haben. Hier. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel daran, was ändert. Der hat einen Apfel. Apfel ist gut. Aber sonst hat er nichts. Ja, das hat er wirklich. Er hat auf die falsche. Was ist mit ihm, hey. Bennett? Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Wie man magische Erzwaffen schmiedet. Wenn ich magisches Erz hätte, würde ich das vielleicht sogar tun. Ach komm, ich gehöre zu den Söldnern und ich kann schmieden. Was denn noch? Kannst du mir mal verraten, wie du eine magische Erzwaffe ohne magisches Erz schmieden willst? Tja, dachte ich mir. Ich brauche mindestens 5 Brocken Erz, sonst kannst du es vergessen. Okay. Wo bekomme ich magisches Erz her? Wo bekomme ich magisches Erz her? Tja, wenn ich das wüsste. Es gibt sicher was in der Minenkolonie. Aber vielleicht hast du Glück und es gibt hier noch irgendwo ein paar Brocken, die du zusammenkratzen kannst. Ich glaube, in den Bergen südlich von hier gibt es Minenstollen. Vielleicht hast du da Glück. Aber pass auf, ich habe gehört, da oben wimmelt es von Banditen. Okay, So, wie sieht's aus mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Milch. Ich brauche Milch. Aquamarin?
Nee, der hat nichts. Ich brauche Milch. So, Cypher. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Ist das Milch? Nein, Wacholder. Verdammt, ich brauche Milch. Wo hast du dich rumgetrieben? Ich war im Minental. Dort gibt es Drachen. Sie haben den Paladinen ganz schön zugesetzt. So, dann ist an den Geschichten also tatsächlich was dran. Das wird die interessieren. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Nee, Stärke will ich momentan nicht. Okay, wir gehen mal. Oder wir gehen jetzt mal zu Lee. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt, wie man noch glauben kann. So, Lee, hi. Ich komme aus dem Minental. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. War doch klar. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht denkt Lord Hagen jetzt noch einmal über mein Angebot nach. Und wenn nicht, Ärger kann ich nicht gebrauchen. Dann werden wir einen anderen Weg finden, hier wegzukommen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hm. Ich komme aus dem Minental. Also doch. Was ist mit... Sie sind ziemlich gut. Und wenn nicht... Okay, das wiederholt sich nur. Ich kann das nicht glauben. Aber wir müssen auch Gorn da rausholen, aus dem Minental. Und Milton. Das war doch schon vorher klar. So, aber jetzt erstmal zu Kord. Der kann uns noch sicher nochmal zwei Hände beibringen. Was soll ich eher lernen? Nein, wo liegt der Vorteil von einem... Bring mir bei, wie man kämpft. Bring mir bei, wie... Ich kann dich an... So, Zweihand. Ja. Und... Nochmal. Ja. Du bist schon besser geworden. Weiter so. Okay, warte mal. 245%, nice. Das wird aber immer teurer, aber Zweihandwaffen will ich zumindest auf 100% kriegen. Die Waffe, die wir ausgerüstet haben, ist doch auch ein Zweihänder, oder? Leichter Zweihänder. Brauche aber eine bessere Zweihandwaffe. Und jetzt haben wir noch 5 Lernpunkte übrig. Ich habe das eigentlich auch mal für Schlösser öffnen. Nutzen. Wer konnte nochmal Schlösser knacken beibringen? Wolf vielleicht, oder? Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Ne, Bogenschießen nicht, Armbrust. Wir bleiben bei Armbrust und Zweihänder. Das will doch keiner wissen. So. Die schnaubende Kreatur. Schlechte Nachricht. Komm, ich speichere einmal. Und ich würde es vielleicht einmal gegen diesen einen Troll unten versuchen. Wo hast du das denn schon wieder her? Irgendwie müssen wir doch besser werden hier. Und der Troll gibt sicher... Ah, die sind wieder da. Also hier spawnen die schon hin und wieder nach. Immerhin, also, hier haben wir noch eine Statue, Innos oder Belia oder Adanos, Innos. Warte mal, südlich von hier hat er auch gesagt gehabt, in den Bergen, haben Banditen auch noch Erz. So weit entfernt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Wir müssen die alle auch nochmal absuchen. Alle tun, sobald wir Schlösser knacken können. Und da hinten gab es ja diesen einen Troll. Ich speichere nochmal hier. So.
Mal gucken, wie schnell wir kaputt gehen von ihm. Alter, okay. Schnell weg. Oh. Achso, ich bin tot. Gut. So einfach gegen den wird's nicht. Aber da gab es doch in den Exkrementen trotzdem diese eine Pflanze, die wir vielleicht noch einsammeln könnten, wenn wir schnell genug vielleicht an den vorbeischleichen. Das ist mir echt zu langsam mit dem Schleichen. Der sieht uns trotzdem. Feldknöterich. Schnell. Nein. Ah. Okay, wieder tot. Ja, okay, so geht's auch auf jeden Fall. So schnell kommen wir nicht an den Weg. Aber wir müssen vielleicht stark genug sein, gegen die Banditen da unten anzukämpfen. Grumm. Hat er hier vielleicht Milch? Bett. Ja, ihn wollen wir jetzt nicht beklauen. Ja, hallo, ich will hier vorbei. Ich finde es jetzt doof, dass wir jetzt zwar Brot und Schinken für ihn haben, aber keine Milch. Ach ne, das sind Schafe, okay. Schafe lassen wir in Ruhe. Noch lassen wir sie auf jeden Fall in Ruhe. Warte mal, wenn wir hier hoch springen. Können wir vielleicht die Trolle von oben attackieren? Ja, jetzt kommen wir hier hoch, nice. Vorausgesetzt, es geht da auch weiter. Nein. Wessen Turm ist das nochmal? Und wie kommt man in den Turm eigentlich? Das ist wirklich die Frage. Wie kommt man in diesen Turm? Ich hatte die Frage, glaube ich, schon mal gestellt, oder? Aber ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht wirklich weiter. Aber warte mal, wir wissen ja jetzt vom Drachenangriff. Oh, hier haben wir eine Spitzhacke. Hier haben wir die Spitzhacke übersehen gehabt. Boah, aber ich bin auch froh, dass es hier kein, du trägst so viel und kannst nicht rennen gibt. Das Irrlicht. Den müssen wir auch noch irgendwie kalt machen. Okay, das Irrlicht kriegen wir nicht. Aber den Keiler. So. Okay, das Irrlicht. Okay, es tut uns doch was. Das Irrlicht tut uns was. Aber auch nicht viel. Können wir dem Irrlicht überhaupt Schaden zufügen? Es tut uns jetzt nicht mehr so viel Schaden. Oh, was? Irrlicht? Oh, nice. Das müssen wir speichern. Irrlicht haben wir besiegt. Hier ist eine Höhle.
mit normalen Goblins. Und noch einen schwarzen Goblin. Okay, Goblin-Krieger. Schwarzer Goblin. Okay, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Ja, komm. Wo ist er jetzt? Alter, die Goblins immer. Alter. So. Der Kampfstil der Goblins geht mir so auf den Sack. Nichts zu holen. So, Truhe. Zu weit entfernt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, nice. Ne, das wollte ich nicht. Hier, das wollte ich. So, wir haben hier jetzt ein bisschen was zu futtern. Oder, na ja, komm, wir essen lieber. Ja, dauert noch ein bisschen. Aber gibt wenigstens 12 Leben jedes Mal. Kann man hier auch richtig kochen, dass man so ein bisschen besseren Gesundheitsbuff kriegt von Lebensmitteln? Ich weiß es nicht, wüsste ich aber gerne. Okay, hier gibt es niemanden mehr. Verstehe ich nichts. Oh, immer Stabkeule. Und noch eine Steintafel. Und Fellknöterich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, egal. Dann machen wir hier auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Bleibt schmutzig und ciao.